Ein neuer Temperaturrekord in der Arktis beschäftigt uns. Am Samstag wurde auf der norwegischen Inselgruppe Spitzbergen erstmals eine Temperatur von 21,7 Grad Celsius gemessen. Und gleichzeitig hat die Ausdehnung des Meereises in der Arktis im Juli einen neuen historischen Tiefstand erreicht. Eine der Ursachen, eine seit Mai andauernde Warmphase. Dadurch würden Schnee und auch junges Eis schneller schmelzen als normal, berichten Wissenschaftler. Schon im Winter waren im Rahmen der Mosaikexpedition bei der Eisdicke besonders niedrige Werte festgestellt worden. Meteorologe Alexander Hillebrand bei uns im Studio. Also 21,7 Grad gehören wohl definitiv nicht in die Arktis, zumal es ja in diesem Jahr eigentlich, ich will mal sagen, ein relativ normaler Sommer ist, fast schon kühl verbreitet. Wie passt das zusammen? Also die Wärme, die eigentlich bei uns hätte vorherrschen müssen, die ist schlichtweg nach Norden gedriftet, teilweise durch den Golfstrom angetrieben in Richtung Spitzbergen, aber teilweise eben auch nach Nordosteuropa und nach Sibirien. Was Sie jetzt hinter mir sehen, das sind so die normalen Aufnahmen von Spitzbergen, hier auch Sommeraufnahmen, also Landschaften hier mit Schnee und Eis bedeckt. Diese Aufnahmen sind mir hier letzten Juli gelungen im letzten Jahr. Und nicht jeder weiß jetzt, wo Spitzbergen liegt. Von Deutschland aus geht es nach Norden, über Norwegen hinweg. Flugzeit rund 6 Stunden, je nach Verbindung. Über Oslo kommt man da ganz gut hin. So kam auch ich als Normalsterblicher schon dorthin. Longyearbyen ist die Hauptstadt Spitzbergen, also ein Archipel. Und diese Gegend heißt tatsächlich in einem alten deutschen Namen Kühle Küste. Aber genau in diesem Jahr war es eben anders. Wenn wir uns hier mal die Grafik anschauen, die hier aus den letzten Tagen die Temperaturen zeigt, da sehen Sie, dass der Durchschnitt rund 6 Grad ist, aber schon im Juli an den meisten Tagen dort 4 Grad Kelvin Abweichung nach oben herrschten, also rund 10 Grad. Und dann kommt hier eben am Samstag dieser Ausreißer von 21,7 Grad. Auch heute ist es dort extrem warm, rund 18 Grad. Aber trotzdem muss man einerseits sagen, dass es natürlich was mit dem Klimawandel zu tun hat, aber andererseits diese Daten auch als Ausreißer angesehen werden könnten, weil sie wirklich so extrem selten dort sind, also verschiedene Faktoren, die einfach in den letzten Tagen, in den letzten Wochen dort zusammengekommen sind. Wenn du jetzt mal den Blick in die Zukunft wagst, was kann man dann für die Region prognostizieren? Also ich habe ja schon angedeutet, dass die letzten Wochen schon extrem warm waren und die warme Luft dort hingeströmt ist. Und das gilt eigentlich für die gesamte Arktis. Also Sie sehen hier die zukünftige Abweichung von einem Mittelwert für die Temperaturen der nächsten Monate. Hier in der Mitte ist der Nordpol. Hier ist Spitzbergen, auch hier wird eine eher warme Phase weitergehen. Aber richtig kritisch wird es dann, wenn wir uns hier die Temperaturprognose für Sibirien anschauen. Also diese dunkelrote Farbe zeigt 3 bis 6 Grad zu warm im Vergleich zu einem langjährigen Mittelwert. Das ist der Klimawandel und wir wissen schon seit rund 15 Jahren, dass die Arktis ja besonders stark sich erwärmen wird oder sich erwärmt hat im Vergleich zu vielen anderen Regionen. Und das ist eindeutig ein Zeichen des Klimawandels.